heilige Harfe ist ein Wort, ein Begriff für die menschliche Stimme. Und zwar so, wie sie von Natur aus ist, unverstellt. Das heißt, jeder singt so mit der Stimme, die ihm gegeben ist. Ich habe mir gedacht, was ist das für eine Musik? Ich habe das noch nie so was Ähnliches gehört. Also am Anfang dachtest du, ja, okay, könnte ich ja mal machen, dahin fahren. Und jetzt so, ich muss dahin. Also es ist wirklich ansteckend. Ist das für Sie ein Widerspruch, wenn Leute, die nicht religiös sind, solche Musik machen? Also es ist verwunderlich. Es war ja die erste Gruppe in Deutschland überhaupt. Es gibt noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Wir sind alle mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen und wir wissen eigentlich immer noch nicht so genau, was wir da tun. Well, Sacred Harp for me is just the most wonderful sound. And particularly those minor key songs are just so incredibly, they make the hair stand up on the back of your neck, you know. Es war einfach erstmal nur diese Musik. Und wir haben ziemlich spontan beschlossen, wir wollen das in Bremen machen. Ich bin erklärter Ungläubiger, aber das hindert mich nicht, mit Christen, mit Muslimen, mit Hindus, mit wem auch immer zusammen zu singen. I mean, we know a lot of people who actually have said, you know, they have no faith, but they love this music.